Und weil der am Anfang stand und weil er sie alle beeinflusst hat, stehen jetzt auf der Bühne Lydie Ovray und die Ovretz. Houses were decked in snow, their roofs shining white. But the sky, it was gray above, in the clear winter light. And we pulled our collars high against the cold, as we walked through the snowy Sunday. Swished on the busy street, covered leaves, and the snow crunched beneath our feet on the path through the trees. And we never noticed how time went by as we walked through the snowy Sunday. Wir haben Carriage kennengelernt in den frühen 60er Jahren und wir haben sofort gemerkt, wir werden Freunde bleiben. Und dann einmal hat er gesagt, dass er schreibt Texte für ein Theaterstück, ein englisches Stück, das auf Deutsch übersetzt worden ist und ob ich die Lust hätte, die Musik zu machen. Und ich habe gesagt, tue ich gern. Und das heißt, Carriage hat getextet, ich habe die Musik dazu gemacht und der ein paar Lieder davon singen, nicht nur die Schauspiele. Und wir waren 18 Monate dann in dieser wunderschönen Stadt. Und einen Sonntag haben wir einen Spaziergang gemacht, es hat geschneit, wir sind durch den Wald gegangen, also die Shirley und ich. Und dann, das Lied ist davon entstanden. Das heißt, der Carriage hat so ein bisschen mit dem Lied zu tun, gell? Ja. Dieses Lied, das ist in unser Geschäft, das ist immer schlimm, die Leute singen immer Lieder von ihren neuen CDs und ich habe gedacht, das tue ich nicht. Und dann habe ich gedacht, warum nicht? Okay. Hein und Ostbrüher, das muss man sich vorstellen, haben etwas über 2000 Lieder im Koppe. Nicht eigene, aber Lieder aus aller Herren und aller Frauenländer. Und Land ist weit, vielleicht kennen einige von Ihnen es. Von euch es, er ist trotzdem hingekommen. Hein und Oss waren von Anfang an auf der Waldeck dabei und sie waren, um mal ein bisschen auf ihr Alter zu kommen, als Franz Josef Degenhardt noch in die Windeln schieß, haben Hein und Oss schon ihr Schäufelchen im Sandkasten liegen lassen. Damit zum Becher und trinkt ihn fröhlich leer und trinkt ihn fröhlich leer. In ganz Europien, ihr Herrensächer, ist solch ein Wein nicht mehr, ist solch ein Wein nicht mehr. Singt man mit? In ganz Europien, ihr Herrensächer, ist solch ein Wein nicht mehr, ist solch ein Wein nicht mehr. Wo soll er leben? Wo soll er leben? Dreimal hoch! Das Gras. Gelobt sei das Gras, es wächst aus dem Spalt. Und wer Beton darüber gießt, gebietet ihm nicht Halt. Beton mit der Zeit wird mürbe und müd, er reißt auf und das Gras sprießt heraus und blüht.
gelobt sei das Gras. Der Wagen keimt sie im Grunde und zwängt sich herauf. Und eines Tages bricht sie durch und nimmt ihren Lauf. Der Wahrheit sei Lob. Gelobt sei das Gras, es dringt durch den Stein. Ist grün und ist biegsam, ist zart und so fein. Und gelobt sei das Gras. Später. Die Pontox mit Black, Black und die Pontox, so sie noch da sind. Bitte sehr, meine Herren, meine Damen. Ja, auch für die, die es gar nicht glauben wollen, wir sind es tatsächlich, wir haben uns auch kaum verändert, so gut wie gar nicht. Das Einzige... Im Gegenteil, wir sind viel schöner geworden. Das Einzige, ja, ich glaube, das Einzige, was schöner geworden ist, sind die Gitarren, die wir haben. Früher sahen unsere Gitarren ungefähr so aus. Die stammt aus dem Reuschenberger Pontok Museum, ein Exponat. Ja, eine Survival-Outdoor-Gitarre, Vielzweck-Gitarre, da kann man, wenn die Sonne drauf stand, längere Zeit auch, konnte man Spiegeleier drauf braten und dergleichen mehr. Außerdem konnte man sie sehr schön als Kaminholz benutzen, denn sie brennen sehr lange. Das war. Später haben wir dann Klaviere genommen. So. Schlag rein. Von da hab ich niemals zu sehen bekommen.
Manchmal träume ich schwer und erlebe den Sinn, Zeit zu leiden und nur was ganz anderes zu tun. So vergeht der Hunger und es ist mir nichts mehr, das ist weit, das ist weit, wie ich war. Ich denke, sie sollten wirksam sein, aber nun gibt es ein ungeschriebenes Gesetz, ein ästhetisches vielleicht, dass eigentlich nur schöne Lieder wirksam sind. Und so sind ihnen vielleicht widerwillen viele schöne Lieder aus der Feder geflossen. Wobei natürlich auch noch diskutiert werden kann, was eigentlich schön ist. Aber diese Ästhetik-Diskussion, die wir damals vor 30 Jahren auf der Waldeck schon hatten, die kann fortgeführt werden. Und wie ich dem Programm entnommen habe, wird das auch getan. Reite wieder an der schwarzen Mauer vor der Kokerei im Pfefferminz. Diesmal sind es sieben junge Mädchen auf Patrouille dritt zum Märchenprinz. Hören Sie im Bauch schon die Trompeten, eine, die sich in die Bügel stellt. Das Fähnlein galoppierend in das Roggenfeld. Schüsse fallen nicht, es wehen Tücher überm gelben Roggen an Schacht 2. An der stillgelegten Zeche traben sieben junge Mädchen rasch vorbei. Bist du freudig und der Herr in den Tod? Oder hast du verzweifelt, verbittert, verroht, deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss? Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss. Oder hat ein Geschoss dir die Glieder zerfetzt? Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? Bist du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt? Und dein Grab wird es wehen als ein Bein einer Hand. Ja, auch ich habe sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Hannes Wader, Hannes Wader, Lydia Obrey. Zugaben gibt's wie das Dessert nach dem Essen. Denn das Geburtstagskind war doch noch nicht da. Was jetzt kommt, ihm widmen Franz Josef. Joyeux anniversaire, à retardement. Alles Gute zum Geburtstag, ein bisschen später. Tivoli heißt es. Thank you.
Ich möchte zunächst einmal Franz Josef Degenhardt Dank sagen. Und zwar, ich kann das auch begründen, er hat etwas gemacht, worüber wir sonst eigentlich noch gar nicht so groß gesprochen haben. Er hat damals als Klassiker, heute ist er ein Klassiker, als Protagonist des politischen Liedes uns Kabarettisten mehr oder weniger angeregt, animiert, angestiftet, auch doch das ein oder andere politische Lied zu schreiben. Und das ist eine große Leistung gewesen, denn das hat er wirklich gepackt. Wir haben das ja auch gemacht. Und ich möchte ihn grüßen mit einem Satz von Bert Brecht, der mehr oder weniger meine politische Theologie geworden ist. Wollt nicht in Zorn verfallen, denn alle Kreatur braucht Hilfe von allem. Und ich möchte zunächst einmal, da das Wort Kreatur gefallen ist, eine kleine Geschichte lesen. Und zwar, als ich neulich wieder mal meinen schönen Niederrhein entlang fuhr, da fiel mir plötzlich ein. Ich hatte komischerweise nachmittags frei und konnte so mitfahren mit einem Freund durch die Felder, durch die Auen und so weiter. Ich mag nicht so viel, ich bin geschmacklos, hat keinen Krebs. Und außerdem sein Mutterschlips, dann setzt sich in Bewegung leis der Hochmut und der Teufelskreis. Und sagt man das dagegen, man heißt, wer ist denn hier normal? Wer ist denn hier normal? Ich oder er, du oder ich? Ich finde den Typ widerlich. Und wenn du einen Penner siehst, der sich sein Brot vom Dreck aufliest, dann sagt ein Mann zu seiner Frau, guck dir den Schmierfinger an, die Sau. Verwahrlos bis zum Dock hinaus. Ja, früher warf man die gleich raus und heute muss ich sie ernähren. Und untereins darf ich wehren. Und auch die Gastarbeiterpest, der letzte Rest vom Menschenrest, die sollte man alle, was nicht gut, Spießrute laufen lassen. Bis aufs Blut. Das haben wir doch schon mal gehört. Da hat man die gleich streng verhört, verfolgt, gehetzt und für ins Lager reingeflasht. Und hier hat man sie dann erschlagen. Die Kinder mal auf jeden Fall, die hatten keine was getan. Was ist das für ein Größenwahn? Das lodert auf im Handumdrehen und ist auf einmal Weltgeschehen, denn plötzlich steht an jedem Haus die Türken und Zigeuner raus, nur weil kein Mensch derselbe ist und weiß schon schwarz und gelbe ist, wer verbrannt, ob Frau, ob Mann. Und das fängt schon von klein auf an. Und wenn ihr heute Dreirad fahrt, ihr Sterblichen noch klein und zart, es ist doch eure schönste Zeit voll Fantasie und Kindlichkeit. Lasst keinen kommen, der da sagt, dass ihn dein Spielfreund nicht behagt. Dann stellt euch vor, das Türkenkind, dass ihm kein Leid zum Tränen sind. Dann nehmt euch alle an die Hand und nehmt auch den, der nicht erkannt, das früh schon in uns allen brennt. Das, was man den Faschismus nennt. Nur wenn wir eins sind, überall, dann gibt es keinen neuen Fall von Auschwitz bis nach Buchenwald. Und wer es nicht spürt, der merkt es bald. Nur wenn wir in uns alle sehen, besiegen wir das Phänomen.
nur wenn wir in uns alle sind. Fliegt keine Asche mehr im Wind. Ein bisschen Englisch drauf. Ich versuche das zu übersetzen. Manchmal ist ein Boot ein Boot. Und manchmal ist es mehr wie ein Unfall. Es kommt immer darauf an, ob du es unter dir oder über dir hast. Lieber Franz Josef Degenhardt, gerne hätten wir mitgefeiert. So bleibt uns nur, dir alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Und dass immer das Boot unter dir ist. Feier schön, Prosit und liebe Grüße von der Waterkant, Bill und Petra Ramsey, Franz Josef Degenhardt und sein Sohn Kai. Weltkrieg war gerade passé, zu Hause hab ich später dann öfter gehört von Tante Therese auf dem Klosett. Wenn sie mal wieder verlacht und verletzt, gedemütigt war, geschunden, gehetzt und vor der verschlossenen Lokustür, da hab ich gehockt und ich habe ihr auf meinem vergammelten Tambourin laut zugetrommelt und mit ihr geschrien. Nur einmal im Jahr blüht der Mai und in 50 Jahren ist alles vorbei. Den Refrain hat man damals viel gehört, an jeder Ecke wurde er gerührt. Ein billiger Trost und oft nur ein Witz, doch manchmal war es auch mehr als dies. Dann irgendwann war er plötzlich verstummt, oder man hat ihn nur leise gesummt. Die Nazis, die wollten ihn nicht mehr hören, die wollten ja tausend Jahre regieren. Die haben Tante Therese umgebracht, sie holten sie in einer Maiennacht und sie rief mir noch zu los, Fränzchenschrei, 50 Jahre ist alles vorbei. Und als dann der Zweite Weltkrieg begann, da sang es ganz forsch ein junger Mann, Paul Eckhoff doch schon nach dem Polenfeldzug, da hatte der von allem genug. Sang bloß noch dies Lied, quatschte nur noch Stuss. Wir haben ihn dann versteckt bis zum Schluss. Der Schluss war ein Tag, eine Nacht im Mai. Wir haben getanzt, die Befreier dabei. Vier Amis und einer hieß Sammy Brown. Der sang mit Paul Eckhoff im Morgengrauen. Na wonderful, jetzt seid ihr endlich mal frei. Passt auf, sonst ist bald wieder vorbei. Das ist über 50 Jahre her und ziemlich viele Leute aller Couleur. Die grölen diesen neuen Refrain, diesen Stuss. Nach 50 Jahren ist endlich mal Schluss. Den alten Refrain, den möchte man summen, doch die Kotze im Hause macht einen stumm. Dass alles auch bleibt, wie es immer schon war. Kostüme nur wechseln und dieses Mal. Die Kälber, bevor sie zum Schlachthaus rennen, auf Mauern tanzen, vor Rührung flennen. Und ich höre Tante Therese, los, Fränzchen schreien, 50 Jahre ist alles vorbei. Bei ja, ba, 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 ja, 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 50 Jahre ist alles vorbei. Abendstille überall, bloß manchmal lachen wie ein Windstoff. Über ein Mannscheibenspäßchen, jeder schlürft noch rasch ein Gläschen und stellt über seinen Bauch und unseren kranken Nachbarn auch. Bam, 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 bam. Sonntags in der kleinen Stadt, sonntags in der kleinen Stadt. Randalieren oder schweigen, holen was oder nicht. Dieses Rondo spielt so lange, bis der letzte Krug zerbricht. Bis der letzte Krug zerbricht.
heute 87, sah sie kommen, sah sie gehen, ihren Schatz, das schräge Arschloch, sah sie bei der anderen stehen. Dieser reichen Gutsherrn-Tussi, ja, das tat schon ziemlich weh, weil er hatte sie geschwängert, dann verpisste er sie schlecht. Dann verpisste er sie schlecht. Die verkauften Felderecker spekulierten um die Welt, deren Kinder, Kindeskinder schwimmen jetzt in allem Geld. Elsas Kind wurde ein Mörder, dessen Kinder knacken ging. Rot bei Elsa, wenn sie draußen ist, lang ist das nie. Lang ist das nie. Elsa wohnt noch heute am Brunnen, sitzt am Fenster, raucht und schweigt. Kann passieren, dass sie schon mal ihren Stinkefinger zeigt. Wenn ein Jaguar zum Beispiel um den Brunnen taucht und keins ihre Urenkelin dann sich so in ihre Titten schmeißt. So in ihren Titten schmeißt. Sicher nicht sich so wie früher, fühlst du doch nicht mehr weh, dass die Beine sich die Kerle heute nehmen, ist okay. Aber dass eine knackige Tochter einen reichen Kerl abbricht, das ist noch nicht vorgekommen, ja, wollen wir was nicht. Ja, wollen wir was nicht. Bis der letzte Krug zerbricht. Bis der letzte Krug zerbricht. Schließt zum menschlichen Leben in diesem Land ist also abhängig vom unanständigen Deutschen. Ihm war, ist und bleibt dieses Lied gewidmet. Nachbarschaft zu kurz und klein, lustig lag das Licht,
im Schlachter soll die Kälber schreien, Kinder lachen frank und frei Jehovas Zeugen aus Gott. Wir gehen ins Haus. Schließ die Fenster leer, bring mir das entgegen. Zapf ein Kännchen, Schnaps vom Fass. Schlaf bei unseren Kindern, küss mich und dann geh. Halt Verbrenner, die Familie passt. Euch sie singen Lieder, Gläser kriegen, siehst du was? Öffnet man die Kragen, ballt man schon die Hand ums Glas. Nein, die Schlachen kenn ich, alles ist doch halber Spaß. Ich jetzt sich verirrst, wenn man im Chor und Marsch, dann lacht man. Beginnt die Nacht. Bass und Orgel, Schutt ist mein Jäger, in die Falle tappt jetzt hier, ich blas euch Alali, kommt es bei Abendzeit, ich bin bereit. Und Item, das ein kluger Christ, den Wein niemalen Wasser gießt. Wie Wein, darin ersäufert sind, allsündhaft wie und Menschen sind. Wie Wein, darin ersäufert sind, allsündhaft wie und Menschen sind. Thank you.
Strahlen der Azur. Enormer Wind, die Segel bläst, lasst Wind und Himmel fahren, lasst uns um St. Mann sehen. Heid Weizenfeld mit milden Winden, lässt deine Schenke mit Musik, kein Tanz mit Weibern und Absinthen, dein Kassenspiel hielt sie zurück. Sie hatten vor dem Kerl das Zanken, vor Mitternacht die Weiber satt. Sie lieben nur verfaulte Planken, ihr Schiff, das keine Heimat hat. O Himmel, ich fahre der Azur, in armer Wind, die Segel bläst, lass ihn in unseren Faden ruhen, lass uns um St. Marie sehen. Nein, nein, und da dachte man sich, die Kinder aus dem Heim, die schon auch anders als ich, sie verkloppen die dieselben Stellen, manche lachen auch. In der Schule nahm er Rache, in den Schwachen an die Haut. Stimme mit Kontermann zum Beispiel, den haben sie auch gewinnt. Dem hat der als er unten lag voll ins Gesicht gepisst. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Nimm dir, was du kriegen kannst, bring's aber gut rüber. Den Schmuddelkindern sing nicht ihre Lieder. Nimm dir, was du kriegen kannst, bring's aber gut rüber. Was er kriegen konnte, nahm er mit Weiß oder mit List. Er nahm sich drauf und schaut und wurde von den Polizisten. Ihr wisst schon von den beiden wohl, war er stets der Nette. Der Kumpel düst darauf schon mal ein Joint auf der Toilette. Zu prima, aber so, dass kein Makel an ihm klebt. Dass er niemals ohne Schutz, wo hat er gar am Rand gelebt. Den Schutz, den macht ein anderer und dafür hat er sie. Lassen Steine, Raum, Häuser und schreien engagieren. Doch die Junkies, die Penner, die Hunde, Männer. Die am Kopf, die Schmarotten, wo spricht der Menschenkeller. Alle Töne hörten zu, doch lachten sie nicht laut. Der Jüngste hat sich gestern an sein Coming-out getraut. Der Ältere ist ruhig, bestiller Tag für Tag. Der zieht schon Abend los zu seinem ersten Branderschlag. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Nimm dir, was du kriegen kannst, bring's aber gut rüber. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Nimm dir, was du kriegen kannst, bring's aber gut rüber. Franz Josef Degenhardt und seine Freunde. Eine Kooperation von Südwestfunk, Kultursommer e.V., der Stadt Kastelaun, der Burgbühne, der Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck, Unterhaus Mainz und WDR. Und ich hoffe, jetzt habe ich nicht noch irgendjemand vergessen, aber ich glaube, das hat, der hier auf der Burg Waldeck nicht unbekannt ist, aber normalerweise in der Rolle des Begleitenden bekannt ist, der mit seinem Vater an der Seite seines Vaters Gitarre spielt. Heute hier mit elektrischer Gitarre und Solo. Viel Spaß! Tag, hallo! Denn er machte diesen Bruch in Herbenröderhaus. Er nahm von da bloß ein paar Riesen mit, da gehörte denen nämlich noch die Schokoladenfabrik. Und Sascha, der Idiot, der packte bei den Bullen aus. Doch er lebte sich nie mehr richtig ein, sein Therapeut nannte ihn du linkes Schwein, sodass sogar noch die Bundeswehr auf ihn pfiff. Mit Anfang 20 zog er dann in die Stadt, wo er geklaute Elektronik vertrieben hat. Er war von den Junkie-Strichern aber bald geätzt. Und um die Zeit, als er mit Gitti schlief, gehörte die zum Basiszellenkollektiv. Und das hatte den alten Wasserturm besetzt. Er machte dabei ein paar Aktionen mit und dafür liebten sie ihn. Und na klar, für seinen Shit, er hat in all den Jahren nicht einmal abgespült. Im
Parlament sitzen heute zwei von denen. Gitti gab sich eine Überdosis in die Venen. Und er hatte da schon mit anderen Schnitten gespielt. Gegeben. Unser Beitrag könnte quasi das nächste Stück sein zu dieser Debatte, die oben stattgefunden hat. Des Öfteren fiel der Name Michael Jackson in leicht despektierlicher Art und Weise. Das können wir so nicht gutheißen. War sehr gut. Ja. Hat dir gefallen? Sehr, ja. Ja. Und das auch hier gerade, ja, das war so wichtig. Ja, das war ja toll, das war echt. Ja, ja, auch für ja euch, ne? Auch von all diesen Leuten, die haben ja, das nicht gesungen, sondern das ist die CD. Ich hab ein Lied gesungen, ganz am Ende. Aber Shirley Vincent singen. Und er ist auch auf diesem Foto von Morning, ne? Ja. Ja, 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 ja. Das ist schön. Ja, das ist klasse. Okay, hier haben wir am Bass Reggie Worthy, Gitarre Danny Chuck. Und das Ganze ist Unplugged Stoppock. Dankeschön. Franz Josef Degenhardt, der Mann, wegen dem heute schönes Wetter ist. Schwan im Singsang, deine Liede, grüßt die grünen Birkenheide. Alle Rosen hätte ich gerne gegen Nachtlandstein. Eismeer, grüß das Nachtkap, ruf den Schären zu den Fjorden, wie ein Schwan sei meine Seele.
Weg nach Norden. Pastor Klaus und Rosemarie, Natascha, Gert, Toni und die, Lisa und gibt auch noch paar mehr, kommen von überall her. Die machen viele so ohne Netz, und wenn es Not tut, auch ohne Gesetz, und tun oft was ganz ungeschützt, was ihnen gar nichts nützt. Überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit, sind sie vor fremder Not nicht gefeit. Einige glauben sogar daran, dass man das alles noch ändern kann. Ob das so kommt und ob das so geht, das weiß ich nicht mehr. Ich sing nur dies Lied, doch ohne die, für die ich es sing, hätte alles keinen Sinn. Komm wieder nach Schleswig.